Yeah. Sure. Hi, my name is Mark Mobius. Yeah. I'm president of Templeton Emerging Markets. We manage the largest emerging markets funds in the world. We now are managing over $50 billion in emerging markets funds. Right. Many of people have even called me an investment guru, the father of emerging markets, the bald eagle. I don't mind these names, they're fine. But the reality is that we are just investing. We're trying our best to do well for our investors, to increase the assets that we have under management, and investments which will benefit our investors. Oh, I see, yeah. Well, you see, what we ought to probably tell them is that there's nothing wrong with having all these restrictions for another manager. In other words, there are some managers who are indexing the portfolio, and that those managers would be best qualified to use for such, you know, such a portfolio. But if they put restrictions like that, they're not using us in the right way, if you know what I mean. You know what I mean? We are here in Singapore. We pay a very low tax. Why? Because the Singapore government wants to attract people like us, money managers, investment managers, to the city, because they want to become a financial center, global financial center. So we are able to pay very little tax, and in some cases, no tax at all. And of course, our employees pay taxes, and we are hiring people to come in, so indirectly the government benefits from people who are working here and paying taxes on their individual incomes. Globalization has a very bad connotation, but actually globalization has proven to be very good for all countries around the world because it lowers the total cost of goods and services. If you have a competitive market on a global basis, it lowers costs for everyone and keeps inflation under control. So we think that this globalization trend is generally very, very good. And of course, in our field, we are now investing in emerging markets, and we are helping the pensions in the West, in the developed countries, because we're earning money in the emerging markets and moving it back to the West. It's quite possible that your pension fund is invested in one of our funds, because pension managers also want to have a diversity of opportunities around the world.
Was ich an Indien schätze, es ist eine Demokratie, hat ein klares Rechtssystem. Und wenn Sie hier ein Grundstück kaufen, so können Sie auch sicher sein, es gehört Ihnen und keiner kommt morgen mit neuen Steuern oder versucht es Ihnen irgendwie wegzunehmen. Das sind noch die Reste der Kolonialzeit. Aber dieses Rechtssystem ist für mich was ganz Wichtiges, ein wichtiges Investitionskriterium. Und wir sind sehr zufrieden damit. Mein Name ist Mirko Kovac. Ich bin Österreicher und ich habe in den letzten 10 Jahren eine der größten österreichischen internationalen Industriegruppen aufgebaut. Hier schreit auch keiner nach dem Staat. Hier ist schon Selbsthilfe angesagt. Also ich wundere mich immer wieder, wenn ich bei uns Diskussionen sehe, welche Sorgen wir vermeintlich haben und wie viel diskutiert wird, wem man was wegnehmen kann, besteuern kann. Das ist alles hier kein Thema. Hier geht es nur um die Wirtschaft. My name is Sujata Raju. I've completed BCom Commerce from the Madras University. We are here in Chennai, one of the biggest cities in India. It was formerly known as Madras. It is populated with 8 million people. One third of the population lead a life like this. That is, they live on the banks of the rivers. Some of them lead even much a poor life on living on the pavements. In Europa denken die Studenten nach, ob nicht Soziologie interessant ist oder alle wollen Lehrer werden. Hier studieren sie Ingenieurwissenschaften. Da stelle ich mir schon die Frage, wer wo in 10, 20 Jahren sein wird. Ob die reicher werden und wir ärmer? Ich hoffe es nicht. Die Geldgeber, das heißt Finanziers unseres Unternehmens, sind wie bei allen börsennotierten Unternehmen Londoner Investoren, die Gelder von Pensionskassen und von Versicherungen verwalten. Das Werk ist schon zu klein. Wir überlegen, das Werk zu vervierfachen. Der Wettbewerb zwingt zu einer Vielzahl von Maßnahmen, die alle sehr unangenehm sind, aber wir sind unter dem Druck der Globalisierung und wir müssen nun mal uns bewähren gegen Leute, die sehr wenig verdienen, um ihr Leben arbeiten müssen. Und selbstverständlich wird die Arbeitszeit steigen und ich gehe davon aus, dass diese Mehrarbeitszeit auch in Hinkunft nicht bezahlt wird.
Ganz simpel gesagt, wir werden mehr arbeiten müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich. War das schwer, ihn zu kriegen? Ich sag mal, das bedeutet, eine Menge Kraft hier reinzuschicken. Ja, aber die es Leute geht. Immer wieder zu überzeugen. Aber es geht, wie man sieht. Ja, ich also, vorgestellt habe. Aber das ging, ja. Es geht. Ja. Also, ich bin sehr überrascht. Irgendwelche Diskussionen mit Gewerkschaften? Nein, bis jetzt zum Glück keine. Nein. Ich versuche in meiner Arbeit auch die sozialen Randbedingungen der Mitarbeiter hier so ein bisschen zu berücksichtigen. Was verdient ein Schweißer? Ein Schweißer verdient hier umgerechnet ca. 200 Euro im Monatsdurchschnitt. Verdient er oder kostet er uns? Verdient er. Und er kostet uns ungefähr 25% mehr. 2,50. Ja. Und ein Ingenieur? Ein Ingenieur ungefähr das 8- bis 10-fache. Also 2.500. Das heißt, ja, ist noch immer weit unter Europa, aber natürlich vom Billig schon entfernt. Ja. Und Sie müssen berücksichtigen, aufgrund des boomenden Marktes in den indischen Ländern wird sicherlich die Preissteigerungsrate in den nächsten Jahren nicht bei 3-5% liegen, sondern sicherlich bei 10-15%. Ja. Das muss also in unserer Überlegung in die Zukunft auch mit berücksichtigt werden. Also auch hier muss man effizient sein. Ja. Man ja. kann sich nicht leisten, großzügig zu sein. Ganz genau. Die Kosten steigen. Und das ist auch das Ziel, was ich hier an den Tag gelegt habe, dass ich also das Handling minimiere, die Nebenkosten versuche zu minimieren und dass ich in Zukunft auch auf teilautomatische Fertigung gehen möchte, um damit die Kosten auch so ein bisschen runterzubekommen oder unten zu halten. This is the best. This is the best because we do not have to move the factory. Exactly. We have all the infrastructure. All infrastructure, including canteen, administration. And I think to build a building, this takes 6 months maximum, including foundations. Exactly. It's all prefab. Prefab. Das muss man um jeden Preis kaufen. Es wird nur teurer. Billiger wird hier nichts. Das wird nicht billiger. It's not cheap anymore. But we should buy it. We should buy it quickly because it will be only more expensive later on. It will not become less. The point is that since he knows that we are showing interest, immediately he is hiking. Okay, but I mean, you can tell him we have the option to go elsewhere. Okay, we'll call them and then... I mean, it's all bargaining. We have the option to go elsewhere. Indians pay their taxes. Taxes collected by the government in the form of sales tax, revenue tax, water tax, electricity tax, property tax, and so many other taxes are collected by the government. But this revenue is given to the foreign investors in the form of grants. And the government lacks the money to take care of the social welfare of the people. I don't know what these guys are telling them. I think maybe who would be the person to talk to there? No, I mean on their side. I don't think an investor should be responsible for the ethics or the pollution or whatever of the company in which he's invested. Their what? That's not his job. His job is to invest and make money for his clients. Yeah. Shall we give them a ring, you think? When we talk about emerging markets, we're really talking about growth. Growth is what we are all about. That's the reason why we got into emerging markets in the first place. And it's panned out just like we expected 20 years ago when the IFC started to use the word emerging markets. You know, in the past, it wasn't called emerging markets. It was called underdeveloped countries, the poor, the third world, the South, etc., etc. Then somebody had the bright idea of calling it emerging markets. Sounded really nice.
and, you know, fast growing. And of course, that's exactly what happens. Umwelt- und Sozialstandards werden hier noch lange am jetzigen Status bleiben. Die Kosten, um das zu heben, würden, glaube ich, diese Länder wie Indien oder China nicht tragen können in absehbarer Zeit. Das ist die Realität, ob es einem gefällt oder nicht, ist dahingestellt. Die große Anzahl der Menschen ist arm und sie wird auch lange arm bleiben, weil sie müssen um jeden Preis wettbewerbsfähig bleiben. Daher glaube ich, dass da bis auf Deklarationen von gutem Willen in den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr wenig geschehen wird können, weil es nicht leistbar sein wird. Flourishment, economic growth has nothing to do with the people or the society. Economic growth is only for the politicians, for the investor, and for the middleman who plays between them. 10 years ago, in a middle-class family, if the income of the family is at around 10,000, they were able to save at least 2,000 to 3,000 rupees. But those days are gone. Today, even if they earn 20,000, they are not able to save a single penny. There is a lot of foreign culture inside India, and people are getting accustomed to it, following all the ways to imitate the Western culture. But poverty has not been eradicated. There are still poor people. This can be eradicated only if there is a good political system in India. பேர் கலைச்செல்வன். நான் 7வது படிக்கிறேன். எனக்கு வயசு 12. நான் என் பிறந்ததுலேருந்து இங்கே தான் இருக்கேன், காஞ்சி நகரில். நான் பெரிய நாளுக்கு அப்புறம் லாயராக நான் ஆசைப்பட்றேன், ஊழியெல்லாம் அழிக்க போகிறேன். இதுதான் என்னோட லட்சியம். There's a famous saying that the best time to buy when there's blood on the streets. And I add to that saying is that even if it's your own, because usually when there's war and revolution and political problems, economic problems, prices of stocks go down. And those people that bought at the bottom made a lot of money. Thank you.
Mein Name ist Gerhard Schwarz. Ich bin seit 14 Jahren Leiter der Wirtschaftsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Daneben nehme ich einen Lehrauftrag an der Universität Zürich wahr. Eine meiner nebenamtlichen Tätigkeiten ist die Präsidentschaft der Friedrich August von Hayek Gesellschaft in Deutschland. Friedrich August von Hayek war der vielleicht wichtigste liberale Ökonom des 20. Jahrhunderts, in Österreich geboren, in England und Amerika und Deutschland tätig. Prochain arrêt, Lausanne. Les voyageurs à destination de Montreux et Sion sont priés de changer de train. Wir fahren jetzt hier vom Vevey am Genfersee hoch zum Mont Pelerin. Das heißt auf Deutsch übersetzt eigentlich der Pilgerberg, ist ein kleiner Weiler mit einigen wenigen großen Hotels. Und in diesem Mont Pelerin haben sich 1947 einige bedeutende europäische und amerikanische Denker getroffen, um über die Zukunft der westlichen Welt nachzudenken. Die Mont Pelerin Gesellschaft wurde in diesem Hotel du Parc gegründet. Das Ziel der Gründer war, ein intellektuelles Netzwerk aufzuziehen. Man wollte nicht in die Politik hineingehen, sondern man wollte mit Ideen die Politik beeinflussen. Berühmt wurde die Mont Pelerin Society dann in den 80er Jahren mit Ronald Reagan. In seiner Regierung und in seinem Beraterteam waren ganz viele amerikanische Mitglieder der Mont Pelerin Society. Man sagt streckenweise 20 oder mehr Mitglieder. Und etwa zur gleichen Zeit hat natürlich auch Margaret Thatcher, Lady Thatcher, sich stark auf die Ideen von Friedrich von Hayek und von verschiedenen britischen Mitgliedern der Mont Pelerin Society gestützt. The City of London is the financial quarter of London. It holds the largest accumulation of banks anywhere in the world. And since the 1980s, it has purposefully gone out of its way to attract banks from all continents. In the 1970s, the British government, facing a crisis of its manufacturing industry, set out to make the City of London the preeminent financial center. And it did this by drastically deregulating the controls over the banks and the major financial houses that operate here. It allowed the banks to lend credit in a very relaxed sort of way. It deregulated financial services generally. More importantly, it allowed the banks to move many of their operations offshore to financial centers like Jersey, Guernsey, the Isle of Man, and even further afield in the Caribbean, Cayman, and the British Virgin Islands. The purpose of this was to allow British banks to attract capital from all over the world into the city and give the City of London access to cheap capital. The Washington Consensus goes back to the 1970s, when the International Monetary Fund and the World Bank set out on this project with four key strands of thinking. Strand number one was to deregulate financial markets around the world.
In other words, to allow capital to move freely from one country to another. The second part was to liberalize trade flows. In other words, to break down the trade barriers that have been put in place very carefully over many decades by developing countries to protect their own industries. The third strand was to completely break the hold of the states, to reduce the ability of the states to intervene. In other words, bring down tax revenues so the states could not intervene to protect their citizens. And the fourth strand was to require the states to privatize their industries. And by and large, that was done in such a way as to ensure that as the industries were privatized, they were sold at below their real value to external investors. These are the four strands of political pressure coming from the International Monetary Fund and the World Bank, which people call neoliberalism. Ici, nous sommes à la porte du Sahel. Tous les sols sont abîmés. L'érosion est totale, avec même un ravinement. C'est le résultat de la monoculture du coton. Cela signifie tout simplement que le coton est parti, l'argent du coton est parti, il ne reste que cette terre aujourd'hui où rien ne peut être semé. Alors je m'appelle Yves Delille. Je suis un agronome de formation. J'ai aussi étudié à l'Institut universitaire d'études de développement à Genève. Ça fait un peu plus de 20 ans que moi je travaille dans le milieu rural et directement avec les producteurs agricoles. Alors, tu vois, 20 ans, c'est beaucoup. Alors, mais jusqu'à présent, je ne sens pas la situation évoluer vraiment de façon positive. Ces gens, ils ne peuvent pas, par an, le plus souvent dépasser 50 euros. Voilà.
Le coton ici a la meilleure qualité du monde. Le coût de production ici est le plus bas du monde. Il est propre parce que tout le travail est fait à la main. Et curieusement, son prix est bas sur le marché mondial. Au niveau des États-Unis, ils octroient chaque année à leurs paysans, cotonculteurs, autour de 3 milliards de dollars. Si les Américains sont des libéraux, alors allons pour le libéralisme. Pourquoi ils vont subventionner les producteurs? Pourquoi? Ce n'est plus du libéralisme. Ils font du protectionnisme et ils nous imposent le libéralisme. C'est deux poids deux mesures. C'est comme si sur un terrain de football, on dit oui, l'équipe A peut porter des madres ferrées et elle peut jouer avec la main. En plus, et l'équipe B, qui est les équipes africaines et des petits pays comme nous, pas de madres, et puis rien que les tibias. Vous pensez que c'est normal ça? Autour des années 80, la Banque mondiale a imposé le programme d'ajustement structurel au Burkina Faso. Qu'est-ce que cela signifie pour ce pays? Les produits primaires qui sont exportés, pour le coton par exemple, c'est du coton brut et sans valeur ajoutée. Tout ce qui intéresse la Banque mondiale, les investisseurs privés, c'est de pomper et pomper continuellement les matières premières. Coton, bois, café, cacao, or, ainsi de suite. Avant, c'était le colonisateur qui forçait à produire. Aujourd'hui, c'est comme si c'est la Banque mondiale qui force à travers l'argent pour que le coton soit produit, et massivement. Qu'est-ce qu'il faut pour acheter des médicaments? Il faut forcément des devises quelque part. Donc c'est le coton qui peut nous apporter cette devise. Je vous ai dit que le coton faisait vivre 2 millions de producteurs en direct. Mais si vous faites le calcul en Afrique, où chaque Africain, généralement, a au moins 15 personnes derrière lui, multiplié 2 millions, vous voyez rapidement, on se retrouve avec toute la population qui vit du coton. Si le coton n'était pas subventionné au niveau des États-Unis, le Burkina par an allait faire un bénéfice minimum de 80 milliards de francs CFA. Alors que les aides bilatérales, les prêts de l'Union européenne, des États-Unis, du Japon mélangés, par an, ça tourne autour de 20 milliards de francs CFA. Vous voyez qu'on n'aurait pas besoin d'aller s'endetter pour développer notre pays. Rien que par le travail des paysans, on aurait pu construire les écoles, les routes. On aurait fait en sorte que ces enfants qui sont là aient un avenir meilleur. Donc voilà aujourd'hui ce que nous vivons comme détresse au niveau de la filière cotonnière.
on remarque ici que plusieurs femmes vont donc balayer la terre, vanner cette terre et recueillir les graviers, les vendre pour avoir un peu de sous. Et selon le classement du PNUD, il ne dépasse que 3 pays dans le monde. 62% vivent avec moins d'un dollar par jour. Et une bonne partie de ces 62% est déjà tombée ou en train de tomber dans la misère. Une situation encore plus difficile que la pauvreté. Alors, 40% des enfants ne vont pas à l'école. Et pour ceux qui vont à l'école, seulement 1 à 2% atteignent l'université. L'espérance de vie ici est de 42 ans. Quand on parle de misère ici, il faut dire que la couche sociale la plus touchée, ce sont les femmes, mais aussi les enfants. Et certaines vont dans les carrières où elles, pour avoir environ 50 centimes d'euros par jour.
ça veut dire que nous sommes très très endettés. Chaque Burkinabé qui naît aujourd'hui doit déjà beaucoup en termes de dette. Celui qui va naître dans 25 ans, qui n'est même pas encore né. Autrement dit, aujourd'hui, si nous ne faisons pas du coton, chaque Africain burkinabé que vous voyez, pour le cas du Burkina, mais de façon globale, les pays de l'Uyomoi, le Mali, le Bénin et autres, on va se retrouver tous en Europe, en migration. On n'a pas le choix que d'aller, on va vous envahir, c'est sûr. Mais si les Occidentaux qui subventionnent leur coton n'arrêtent pas, c'est sûr qu'on sera obligé d'abandonner. Et si nous nous abandonnons, ils n'ont qu'à construire des murs de 10 mètres de haut, nous viendrons en Europe. Alle Liberalen dieser Welt sind der Meinung, dass Grenzen offen sein sollten für Güter, für Geld und für Dienstleistungen. Schwieriger wird es bei Menschen. Da muss man sich überlegen, ob man nicht eine Art Eintrittspreise verlangen müsste, so wie man eben in einem Club auch Eintrittspreise verlangt. Also wer in einen Tennisclub eintritt, muss in der Regel einen Eintrittspreis zahlen, nicht nur eine monatliche oder eine jährliche Gebühr wie die Steuern, sondern er muss einen Eintrittspreis zahlen, weil die Vorgänger, die schon da sind, das Clubhaus aufgebaut haben, die Plätze aufgebaut haben und damit eigentlich ein Neuer von etwas profitiert, zu dem er nichts beigetragen hat. Seit ungefähr 20 Jahren sind die großen Kapitalgruppen und Banken und Investoren dazu übergegangen, sich in den öffentlichen Sachwerten festzukrallen. In den Sachwerten, hinter denen letztlich irgendwie dann doch der Staat steht, die Bürger, die ihre regelmäßigen Mieten, ihre Wassergebühren und so weiter bezahlen müssen. Das ist der Sinn der Privatisierung. Ja, wir fahren hier in der Straßenbahn der Wiener Linien und jeder Wiener Bürger nimmt natürlich an, dass die der Stadt Wien gehören, aber das ist überhaupt nicht so. Diese Straßenbahn gehört einem amerikanischen Investor.